Jo, liebe Leute, schönen guten Tag, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario Odyssey Glitch Video. Und heute habe ich mal was vor mit euch, und zwar zwei richtig neue Glitches, die ich hier noch gar nicht vorgestellt habe auf diesem Kanal. Und ich habe mir gedacht, das wird heute mal wieder Zeit. Und bevor wir loslegen, wird diese Folge, diese Glitch-Episode, das allererste Mal mache ich sowas auf diesem Kanal, weil ich wirklich wählerisch bin, wenn ich sowas mache. Aber diesmal habe ich mir gedacht, das passt wie die Faust aufs Auge. Und zwar wird diese Glitch-Episode von Amino Apps gesponsert. Und zwar ist das eine App, die ihr euch umsonst runterladen könnt und wo ihr mir folgen könnt. Dort können wir sogar schreiben, dort gibt es eine Nintendo German Community, da könnt ihr einfach beitreten. Ladet sie euch runter, macht euch einen Account. Ich bin dort auch selber ab und zu, ich habe die App schon länger. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist einfach perfekt. Ich heiße dort One Piece Theoretiker, wie auf meinem Hauptkanal. Ich bin dort in der One Piece Community und in der Nintendo German Community, wo auch ganz viele Leute sind, die einfach über Glitches andere Nintendo Games austauschen. Umfragen kann man dort erstellen, sogar Quizzes kann man dort erstellen. Ladet sie euch einfach runter, ich habe es verlinkt in der Videobeschreibung, es lohnt sich. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Glitch. Viel Spaß! Der erste Glitch ist wirklich ziemlich lustig und zeigt, dass Mario schneller als Sonic ist, Leute. Und zwar kann er in wirklich einem Affenzahn sich fortbewegen, wie ihr hier seht. Und zwar, wie ihr den Glitch ausführen könnt. Es ist einfach phänomenal. Ziemlich leichter Glitch. Jeder kann ihn sofort durchführen. Es ist wirklich einfach. Ihr müsst dafür nur irgendwo hingehen, wo so Feuer ist, beziehungsweise so ein Kübel, wo eine Flamme drin ist. Und irgendwo braucht ihr Eis. Und am besten ist das natürlich in den Höhlen im Sand Kingdom. In der Eishöhle. Dort geht ihr hin, verbrennt euch und geht dann direkt aufs Eis. Und es ist wirklich ein kleiner, lustiger Glitch, wo ihr einfach für kurze Zeit Lichtgeschwindigkeit so gut wie erreichen könnt. Auf jeden Fall seid ihr schneller als Sonic. Und es sieht einfach ziemlich lustig aus. Der zweite Glitch ist wirklich ein bisschen verrückter, noch verrückter. Und zwar müsst ihr dafür ins Luncheon Kingdom, ins Schlemmerland, beziehungsweise es geht theoretisch überall, wo ihr einen Hammerbro, Firebro habt, den ihr irgendwo in Lava oder sonstiges reinschmeißen könnt und die töten könnt. Ich zeig's euch hier einmal. Und zwar braucht ihr diesen Pfannenbruder und dann stellt ihr euch einfach irgendwo an eine Kante, wo ihr dann wirklich ganz knapp, so wie ich es hier euch zeige, mit dem Pfannenbruder so an die Kante geht. Wenn ihr jetzt theoretisch ZR drückt und rausgeht aus dem Pfannenbruder, dann fällt er zurück in die Lava, beziehungsweise in diese pinke Substanz hier und stirbt. Aber kurz bevor er oder wenn er gerade stirbt und den Todespunkt erreicht, wo ihr die Lava berührt, müsst ihr euch schnell umdrehen und ihn sofort capturen und dann seht, was passiert, Leute. Erstmal schwebt Cappy in der Luft, Mario ist irgendwie weg und dann habt ihr sozusagen den toten Pfannenbruder wieder eingenommen und ihr teleportiert euch dann auch zu dem Zeitpunkt an den Punkt, wo der Pfannenbruder wieder respawnt und dann seid ihr gefangen in einer ewigen Schleife von Respawn und unten durch die Map fallen und dann wieder respawn und ihr könnt eigentlich nichts machen, außer ZR drücken und euch dann umbringen, aber seid auf jeden Fall gefangen, es ist ziemlich lustig. Ihr könnt es ja mal ausprobieren, es ist auf jeden Fall ein richtig lustiger Glitch und der andere auch mit dieser Lichtgeschwindigkeit fast, also wie schnell Mario da läuft übers Eis, das hat mich einfach verwundert und ich habe gedacht, komm, weil das zwei kleine Glitches sind, hätte es sich nicht gelohnt, ein einzelnes Video zu machen, dann habe ich mir gedacht, komm, machst du beide in ein Video. Ihr könnt mir auf jeden Fall neue Glitches auf Twitter schicken, holt euch die Amino-App, es ist wirklich cool, ich bin dort auch unterwegs und vielleicht sieht man sich mal und chattet. Ich bin damit raus, ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag, liebe Leute, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.